Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der UI-Kanal, mein Name ist Gunnar und für euch habe ich heute jede Menge Blindbags, Blindboxen und natürlich Mashems mitgebracht. Ja, wir fangen auch direkt an mit dem ersten Blindbag. Hier haben wir nämlich wieder ein Disney Frozen Blindbag. Und wie ihr sehen könnt, sind wir heute nicht alleine. Nein, heute haben wir Hilfe durch George von Peppa Pig. Also sagt Hallo zu George. Und in der Zwischenzeit zeige ich euch, was sich hier in diesem ersten Disney Frozen Blindbag befindet. So, dann gucken wir mal. Oh, wen haben wir denn hier? Ist das Christoph? Nein, ich glaube, es ist Hans. Natürlich Hans von Disney Frozen. Also Kopf kommt drauf. Zwei Teile wie immer ganz einfach zusammengesteckt und wir haben eine tolle Figur, die meiner Meinung nach einen wirklich guten Eindruck macht, wirklich hohe Qualität hat. Von daher bin ich wirklich froh, diese Figur bekommen zu haben. So George, was meinst du denn? Gefällt dir Hans auch? Na gut, okay. Wir schauen mal, was wir weiterhin noch so haben. Ich kann hier zum Beispiel ein Mashem sehen und zwar ist es nicht irgendein Mashem, nein, nein, wir haben hier ein Batman-Mashem. Und vielleicht kriegen wir eine Batman-Figur, vielleicht kriegen wir aber auch Catwoman. Mal schauen. So, nein, es ist weder Batman noch es ist Catwoman. Wir haben Joker. Genau, zu erkennen am grünen Haar, definitiv Joker. Und der ist wirklich ziemlich weich, ziemlich squishy. Den haben wir auch schon mal in einem anderen Video vor ein paar Tagen gehabt. Gefällt mir ziemlich gut. So, naja. Ich drücke den hier nochmal so ein bisschen. Tatsächlich wirklich sehr weich. Macht wirklich Spaß damit zu spielen. Und diese Figur passt auch gut in meine Sammlung an Figuren. Ihr wisst ja, ich packe ja so viele Mashems und Fashems auf diesen Kanal aus, dass ich schon eine große Sammlung an Figuren habe. Ja, aber den habe ich schon, gefällt mir trotzdem. So, George, was meinst du? Genau, wir packen das Ganze beiseite und machen direkt weiter mit dem nächsten Mashem. Das ist aber kein Batman-Mashem, nein, hier haben wir ein Paw Patrol-Mashem. So, also wie ihr hier vorne drauf sehen könnt, das sind die Figuren, die man hier bekommen kann. 6 verschiedene Figuren, die es hier gibt. Und wir haben Simba. Ja. Okay. Eine Figur, die ich glaube ich wirklich noch nicht gehabt habe. Also von daher eine tolle Sache. Die fehlt mir in meiner Sammlung noch. Zumindest wenn ich mich täusche. Ich verliere ja schon langsam den Überblick, was wir schon an Figuren so alles hatten. Ja, gefällt mir. Ist auf jeden Fall super weich. Nicht ganz so squishy, nicht ganz so weich wie Joker von Batman. Aber immerhin. So, das ist jetzt kein Mashem, nein, das ist ein Blindbag, aber es ist nicht irgendein Blindbag, sondern wir haben hier natürlich ein My Little Pony Blindbag und da ist bestimmt ein kleines Pony drin. Na gut, dann zeige ich euch jetzt, welches Pony wir diesmal bekommen werden. Wow, sieht aus wie Lucky Clover. Schaut mal, die vierblättrigen Kleeblätter auf sein Hinterteil. Lucky Clover, auch so ein bisschen transparent, so fast wie aus Glas, so ein bisschen shiny, kann man gut durchschauen, so ein bisschen zumindest. Ja, tolle Figur, wie ich finde. Genau. Und dann haben wir weiterhin ein Blindbag, wo aber ein Mashem drin ist. Und zwar ein Moshi Monster Mashem. Ja, wenn ich hier so drücke, kann ich schon fühlen, dass hier ein Mashem drin ist. Aber welcher genau? Da muss ich jetzt selber erstmal schauen. Und, da bin ich mir gar nicht so sicher, wie der Name von dieser Figur ist. Aber, doch, doch, ich glaube, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ja, ich glaube, es ist Rocky. Genau, hier haben wir Rocky von den Moshi Monsters. Ist mir der Name entfallen. Manchmal weiß man den Namen ja, aber er liegt dann auf der Zunge, aber man kommt nicht direkt drauf. Aber ich denke, wir haben hier mit Rocky zu tun. Auf jeden Fall super weich, super squishy. Das sind diese Moshi-Monster-Mashems immer. Und wir machen weiter mit dem nächsten Blindbag. Hier haben wir nämlich ein Thomas Minis Blindbag. So, also Thomas and Friends steht hier drauf. Okay, und da drin sind so kleine Eisenbahnen. Aber die kennt ihr bestimmt. Oh, was haben wir denn da? Ist das Diesel? Naja, sieht aus wie eine Diesel-Lok. Okay, so sieht das von der anderen Seite aus. Hat unterschiedliche Räder, ein grünes und ein graues Rad. Finde ich auch ganz witzig von der Bemalung her. Ja, die Farben so in diesem Lila und in diesem Grün. Sieht so ein bisschen, naja, ich sag mal ein bisschen poppig aus. Ist aber auch gar nicht so schlimm. Wir machen weiter mit dem nächsten und letzten Überraschungsspielzeug für heute. Wir haben hier eine Box, eine Funko Pop Mystery Minis Box von Disney Frozen. Also hier sollte eine kleine Figur von der Eiskönigin drin sein. Und hier hinten drauf könnt ihr natürlich wieder erkennen, was es so für Figuren hier gibt.
Ja, sieht nicht schlecht aus. Vielleicht kriegen wir Anna oder Elsa. Vielleicht kriegen wir auch nochmal Hans oder Christoph, Olaf den Schneemann, Sven den Elch. Keine Ahnung. Ist aber auch gar nicht so schlimm. Wir schauen jetzt einfach mal nach. So, auch hier machen wir das Ganze wieder unten auf. Okay. Das ist schon mal sehr gut. Und dann gibt es so eine Tüte, die man aufreißen muss. Und da haben wir natürlich eine Figur. Und es sieht aus, als hätten wir Anna, Prinzessin Anna als Kind. Genau. Anna als Kind. Und schaut mal, sie hat so kleine Puppen in ihrer Hand. Ist ja witzig. Eine kleine Figur mit Puppen. Er hat auch so ein bisschen Sommersprossen. Das ist definitiv Anna. Also Leute, was war eure Lieblingsfigur? Was war euer Lieblings-Blindback oder Mashem? Wie immer, schreibt es mir in die Kommentare. Mir hat Lucky Clover von My Little Pony am besten gefallen, aber wie ist es mit euch? Lasst es mich wissen und wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, den UI-Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns hier das nächste Mal wieder, wenn wir gemeinsam Überraschungseier, Blindbacks und Spielzeug auspacken. Bis dahin, tschüss!